Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnose-Coach und bereite Frauen auf positive Geburtserfahrungen vor. Dieses Video hier heute, das wendet sich vor allem an die Geburtsbegleiter, das heißt an Hebammen und Ärzte und vielleicht auch an ja, den privaten Geburtsbegleiter oder die private Geburtsbegleiterin. Wie kann man eine Geburt, die in einem hypnotischen Zustand verläuft, wie kann man die denn eigentlich gut unterstützen von außen und wie kann man es schaffen, dass die Frauen halt möglichst nicht aus ihrer tiefen Entspannung rausgebracht werden. Das heißt, wenn du gerade schwanger bist, dann könntest du, wenn du möchtest, dieses Video einfach deiner Hebamme zum Beispiel zeigen, falls du eine Beleghebamme hast, oder auch deinem Partner zeigen oder deiner Partnerin oder ja, vielleicht auch einem Arzt oder einer Ärztin. Und wenn du Hebamme bist oder eben anderweitig Geburtsbegleiter, dann bist du jetzt hier ganz willkommen und ich hoffe, dass ich dir das alles gut erklären kann, wie du eine solche Geburt fachmännisch gut begleiten kannst. Also, dass du trotzdem deine Arbeit gut machen kannst und aber auch die Frau darin unterstützen kannst, in ihrer tiefen Entspannung zu bleiben. Ganz wichtig zunächst ist, dass eine friedliche Geburt, eine Geburt in einem hypnotischen Zustand möglicherweise ganz anders ablaufen kann als Geburten, die du vielleicht schon erlebt hast, wenn du jetzt zum Beispiel Hebamme bist. Das heißt, bestimmte Geräusche werden vielleicht gar nicht kommen, bestimmte Art zu schreien, zu stöhnen, zu atmen, lauter zu werden, so bestimmte Sachen, die du halt kennengelernt hast, wo du weißt, ah, jetzt sind wir vielleicht schon in der Übergangsphase, jetzt sind wir vielleicht schon in der Austreibungsphase oder so. Es kann sein, dass du diese Signale nicht mehr richtig, also nicht bekommst und deswegen nicht einschätzen kannst, wo sich die Frau befindet oder ob sie überhaupt schon Kontraktionen hat. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich wirklich bis zur Austreibungsphase total ruhig geblieben bin und man das Gefühl hatte von außen, dass ich vielleicht schlafe. Das heißt aber nicht, dass im Körper der Frau nichts passiert, sondern sie ja, arbeitet anders damit sozusagen. Sie ist ruhiger und entspannter und atmet tief und damit kommt sie halt gut klar und braucht da sozusagen weniger Hilfe von außen. Generell ist es so, dass du dich als Geburtsbegleiter ein bisschen mehr zurücklehnen kannst. Also du kannst mehr beobachten und es gibt ja irgendwie diesen Spruch, die beste Hebamme ist die, die in der Ecke sitzt und strickt. Und ein bisschen, das ist auch so meine Empfehlung. Also natürlich, dass du deine Arbeit machen kannst, das heißt Herztöne abhören und alles, was eben wichtig ist, damit die Frau sicher ist und das Kind sicher ist, das kannst du alles machen. Also das ist gar kein Problem. Du kannst auch mit der Frau kommunizieren, aber es ist eben gut, wenn du das so wenig wie möglich machst. Das heißt also, so viel, wie es natürlich wichtig ist, um diese Sicherheit halt zu gewährleisten, aber eben so wenig wie möglich. Und du kannst selbstverständlich auch Untersuchungen machen, also zum Beispiel auch eine vaginale Untersuchung ist durchaus möglich. Und wichtig ist dafür nur, dass du, wenn du die Frau ansprichst, keine Fragen stellst. Also, dass du zum Beispiel nicht sagst, darf ich dich vaginal untersuchen, das wäre jetzt wichtig oder irgendwie sowas, weil dann die Frau in den Verstand geht, um dir zu antworten. Und die Frau, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, das nochmal so sich klar zu machen, die Frau ist ja im Idealfall in einem tiefen, entspannten Zustand und das Kognitive, also der Verstand, der ist sozusagen gar nicht aktiv und der sollte auch möglichst bei einer Geburt nicht aktiviert werden, wenn es irgendwie geht. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwelche Unterschriften braucht oder so, weil es irgendwelche Komplikationen gibt oder so, dann ist es vielleicht nicht vermeidbar, das weiß ich nicht, das kannst du besser einschätzen, also alles, was man eben vermeiden kann, die Frau in den Verstand zu bringen, das wäre halt sehr, sehr gut. Das heißt, du kannst immer Sachen auf Punkt sprechen. Also zum Beispiel sagen, ich möchte gerne deinen Muttermund tasten, bitte gib mir ein Zeichen, wann ich sage ja gerne Welle, aber du kannst auch wir sagen, bei der Geburt ist nicht weiter schlimm. Oder die Kontraktion, das wäre so was Neutrales, was man sagen kann. Kannst sagen, sag mir bitte, gib mir ein Zeichen, wenn die Kontraktion vorbei ist.
Und dann taste ich und genau, dass du halt solche, so eine Aussage triffst oder eine Information gibst. Oder auch wenn du zum Beispiel die Herztöne hören möchtest, dass du sagst, ich höre eben schnell die Herztöne des Kindes. Und immer auf Punkt sprechen, also keine Fragen stellen, damit die Frau nicht das Gefühl hat, in den Verstand gehen zu müssen und eben kognitiv zu antworten. Als ein Beispiel, was mich zum Beispiel rausgebracht hat bei meiner Geburt, also ich habe eben eine Geburt erlebt in Hypnose und bin zweimal kurz rausgeflogen. Einmal war es so, dass der Muttermund während einer Welle getastet wurde. Das hat mir sehr wehgetan und da bin ich einfach rausgeflogen, weil die Hebamme nicht nachgefragt hatte und weil sie wusste einfach nicht, habe ich jetzt gerade eine Welle oder nicht. Und genau, deswegen ist da eben eine Kommunikation ganz gut, gerade wenn man nicht einschätzen kann, ob die Frauen gerade ganz starke Wellen möglicherweise hat, starke Kontraktionen oder eben nicht. Und das zweite Mal, als ich rausgeflogen bin, das war, als ich gefragt worden bin, ob das Wasser in der Wanne ein bisschen wärmer gemacht werden könnte, weil das Kind ja bald kommt und das Wasser schon etwas kühler geworden war. Ich war ja da schon am Ende des Geburtsprozesses, das heißt, es war schon, die Wellen waren ganz schön hoch und krass und heftig und es hat mich einfach komplett überfordert, diese Frage gestellt zu bekommen, weil ich eben dachte, ich sollte jetzt irgendwie fühlen, wie warm das Wasser ist. Wenn die mir einfach gesagt hätten, wir machen jetzt das Wasser wärmer, hätte ich gar nicht darauf reagiert, sondern einfach in meinem Prozess weitergemacht. Oder aber, wenn es mich gestört hätte, also wenn es mir einfach dann zu warm geworden wäre, dann hätte ich gesagt, m-m. Also man kann immer kommunizieren mit den Schwangeren, die da gerade ihre Kinder bekommen, weil sie ja auch immer die Möglichkeit haben, irgendwie Einspruch zu erheben sozusagen. Und ja, also auch wenn man ihnen zum Beispiel was zu trinken anbietet oder wie auch immer, man sagt, hier ist Wasser und dann kann man m-m machen und dann ist gut, dafür muss man nicht in den Verstand gehen sozusagen. Ja, das ist eigentlich auch schon wirklich das große oder große Ganze, was man so wissen sollte. Das heißt, einfach sich ein bisschen reinzufühlen, wie wäre es vielleicht, wenn du meditieren würdest und jemand würde dich von außen ansprechen, dann würdest du dich halt ein bisschen rausbringen aus dieser Entspannung, in der du da gerade bist. Und genauso ist es eben bei den Schwangeren auch. Nur, dass sie wahrscheinlich tiefer entspannt sind. Das heißt, man kann sie nicht so schnell rausbringen. Und Informationen geben kann man ruhig. Und man kann auch mit ihnen arbeiten. Das heißt, man kann durchaus sagen, jetzt dreh dich mal auf die andere Seite, wenn man das Gefühl hat, das würde ihr jetzt wirklich helfen. Also wichtig ist halt, dass man darauf vertrauen kann, dass die Frauen, wenn sie in der tiefen Entspannung sind, gute Impulse kriegen für ihre Geburt. Das heißt auch gute Impulse, ob es jetzt Sinn macht, den Stellungswechsel zu haben, ob die Wanne gerade gut ist oder es eher eben auf dem ohne Wasser gut passt gerade und so weiter. Also dass die einfach instinktiv sehr mit sich verbunden sind. Also auch da muss man dann gar nicht mehr so viele Ideen dann sozusagen reinbringen, was man vielleicht noch machen könnte, einen Stellungswechsel oder vielleicht nochmal spazieren gehen oder dies oder das, sondern die Frau kriegt es dann eigentlich aus sich heraus sozusagen. Also die Informationen oder die Impulse, sich zu bewegen oder eben auch nicht. Also bei mir, ich war recht unbeweglich. Ich war zwar zu Beginn der Geburt nochmal wirklich lange spazieren gegangen auch, aber danach habe ich eigentlich wirklich nur noch in der Wanne unbeweglich da rumgelegen, gesessen so. Und es hatte ein 4,5-Kilo-Kind, also sehr schwer und das ging trotzdem ganz wunderbar, die Geburt. Ich glaube, dass, wie du es am besten unterstützen kannst, ist mit einem großen Vertrauen und dass du auch ein bisschen auf deine Intuition schaust und das gut beobachtest und ja, einfach mit einem großen Vertrauen, einer großen Zuversicht die Frauen da begleitest und genau, und trotzdem aber eben deine Arbeit machst natürlich, also eben auf die Sicherheit achtest und das kannst du trotzdem machen, ohne zu viel zu stören sozusagen. Genau, also letztendlich so wenig wie möglich stören, in Anführungszeichen, also so wenig wie möglich untersuchen und nachfragen oder irgendwie sprechen mit der Schwangeren, vor allem auch keinen Alltags-Smalltalk und so viel wie nötig. Also das ist sozusagen die Devise. Und meinen Frauen in meinen Kursen sage ich eben auch immer, dass sie den Hebammen total vertrauen können und sollen und dass die eine ganz wunderbare Arbeit machen und das heißt, dass da einfach so ein schöner Dialog einfach auch stattfinden kann und ein
Dialog kann ja auch durchaus nonverbal sein und dass man einfach auch spürt, wie geht es der Frau und die Frau einfach das Gefühl haben kann, ich bin hier gut beschützt und werde hier nicht gestört, sondern ich werde einfach gut betreut sozusagen. Es wird darauf geachtet, auf meine Sicherheit und auf die Sicherheit des Kindes. In diesem Sinne wünsche ich dir, wenn du Hebamme bist, dass du viele solcher schönen Geburten erleben kannst und begleiten darfst. Ich habe bisher von Hebammen, die solche Geburten begleitet haben, immer gehört, dass es besonders schöne Geburten waren. Auch in der Kombination ganz besondere, wie soll ich das sagen, es schweißt irgendwie die Hebamme und auch die Frau und auch den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin irgendwie auf besondere Weise zusammen. Also das war so meine Erfahrung auf jeden Fall bei meiner Geburt, dass ich dieser Hebamme wirklich sehr, sehr dankbar bin dafür, dass sie sich so zurückgehalten hat. Das fand ich ganz, ganz toll und ja, habe sie da in ganz, ganz wunderbarer Erinnerung. Wenn du Hebamme bist und du hast noch Fragen an mich und du findest das irgendwie spannend, du möchtest diese Methode nochmal kennenlernen oder nochmal genauer wissen, was arbeite ich da eigentlich, was bringe ich den Frauen dabei und wie kannst du es vielleicht unterstützen, wie kannst du vielleicht auch ein bisschen diese Methode oder ein bisschen was von dem Wissen in deinen eigenen Geburtsvorbereitungskursen anwenden und umsetzen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir per E-Mail oder du kannst mich auch gerne anrufen und da freue ich mich sehr drüber. Also mein großes Ziel ist, dass ich halt mit Hebammen wirklich gut zusammenarbeite und auch mit Ärzten und auch eben die Frauen auch gut mit den Hebammen und Ärzten zusammenarbeiten. Also dass wir alle uns sozusagen begegnen mit unserem Wissen und uns da befruchten und positiv unterstützen. Ich wünsche dir, wenn du gerade schwanger bist, natürlich eine wunderbare weitere Schwangerschaft. Schau dir gerne noch die anderen Videos an von mir und auch den Podcast. Sehr, sehr wertvolle Informationen drin, die dich bestimmt inspirieren und weiterbringen. Und auch du als Hebamme natürlich bist herzlich eingeladen, dir meine Sachen anzuschauen und dich da ein bisschen zu informieren, was ich da so mache. Und ich glaube, auch dich kann das sehr in deiner Arbeit inspirieren und bereichern, genauso wie mich ja auch die Arbeit der Hebammen oder Gespräche mit Hebammen immer wieder sehr bereichern und inspirieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald.